Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserem heutigen Tag, 12. August 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Widder und hat eine abnehmende Mondphase. Und tatsächlich, das ist die Thema, die Widdergeborenen, aber auch die Steinbockgeborenen etwas loslassen, etwas verabschieden, trennen oder kündigen, weil das ist eine Art Befreiung. Und wie beschreiben die alten arabischen Astrologen den heutigen Tag? Das ist die hintere Teil des Wassereimers. Und wenn es um Wassereimer geht, dann muss auch Wasser da sein. Und das ist die Standbild Fluss Eridanus, wo immer noch wirkt. Und hier am Ende des Flusses ist eine Brunnen. Und dieser Brunnen ist wirksam bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen, aber das wirkt in diesem Bereich immer noch. Das heißt Intuition, schöpferische Kraft. Und von diesem schöpferischen Kraft sollen wir auch schöpfen. Und so entsteht unsere Welt und so können wir etwas Neues beginnen. Aber bevor wir etwas Neues beginnen, das sollen wir auch etwas beenden. Das gilt vielleicht nicht für allen Tierkreiszeichen. Das ist eine Botschaft speziell für Widdergeborenen und für Steinbockgeborenen. Und welche Sternbilder wirken noch in diesem Bereich? Das ist Andromeda, die gefesselte Königstochter. Die Geschichte habe ich ein paar Mal erzählt, ich wiederhole das kurz. Die Mutter Cassiopeia prahlte überall, dass Andromeda sei die schönste überhaupt, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen hat es überhaupt nicht gefallen und haben sich bei Poseidon beschwert. Poseidon ist der Gott des Meeres. Und Poseidon schickte der Walfisch ins Land, die prahlende Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte ins Felsen. Und Andromeda wurde die gefesselte Königstochter. Und diese gefesselte Königstochter, dieses Sternbild Andromeda, befindet sich in diesem Bereich, wo die Tierkreiszeichen Widder befindet. Und nicht nur dieses Sternbild Andromeda befindet sich in diesem Bereich, sondern auch Perseus. Und das ist auch ein Sternbild im Himmel, hat auch eine große Bedeutung bei diesen Geschichten, weil Perseus befreit dann Andromeda von diesem Fessel und die beiden, die schöne Königstochter und Perseus, verlieben sie sich auch. Und kam noch auch die geflügelten Pferd Pegasus. Das ist auch ein Sternbild im Himmel, also das ist auch wirksam. Das bedeutet, wenn wir uns befreien von etwas, dann sind wir auch beflügelt, weil dieser Pferd fliegt, hat eine Flügel und das hat eine symbolische Bedeutung. Und diese Mondbewegung heute gibt uns diese Botschaft und das sollen wir vielleicht mal darüber nachdenken. Was bedeutet denn das in einzelnen Leben? Und schauen wir jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen an. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade eine Herausforderung, etwas beenden, etwas loslassen, von etwas verabschieden oder kündigen. Ist aber ein Vorteil, weil das ist eine Art Befreiung und darüber erzählt diese Geschichte von Andromeda. Die Wiedergeborenen verlieren gerade die inneren Gleichgewicht, weil es sind Spannungen in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Freundschaften. Und es ist wichtig für die Wiedergeborenen, die innere Ruhe zu bewahren. Und diese innere Reise bringt Glück für die Wiedergeborenen. Ansonst Fortuna, der die Glück auslost, wirkt auch in diesem Bereich wieder und darüber erzähle ich in meinem
Glücksenergie. Die heutigen Glücksenergie, weil das trifft gerade die Wiedergeborenen. Aber das ist ein Prozess, das heißt, das Glück kommt nicht von alleine. Das Glück muss auch sehen und auch dafür etwas tun. Auch wenn Fortuna schenkt uns diese Glück und hat keine Erwartungen. Also wichtig ist bei Wiedergeborenen etwas beenden, loslassen, dann im inneren Gleichgewicht bleiben. Eine innere Reise machen, das heißt in Ruhe kommen oder vielleicht sogar meditieren. Und diese innere Reise gibt Kraft, gibt Energie und dann können wir auf die Reise gehen und darüber erzähle ich aber mehr in mein Glücksenergie. Also das ist wichtig, gerade bei den Wiedergeborenen und ich möchte nochmal betonen, hier liegt auch die Glück. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema, die Beruf und Berufung. Vielen Stiergeborenen suchen die Sicherheit, Stabilität, aber auch ihren Berufung und jetzt haben sie den Mut dazu, das auch verwirklichen und die Kontakte, die Termine, auch die Verträge helfen dabei. Sie bringen auch ihre Finanzen in Ordnung. Aber nicht nur die Berufung wichtig bei den Stiergeborenen, weil die suchen auch die Sicherheit, Stabilität, nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Und da haben gerade Glück die Stiergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist gerade ein Aufstieg. Und jetzt spüren sie die Kraft und die Mut und die erkennen gerade auch die Möglichkeiten, das zu verwirklichen. Also in jedem Fall ist ein beruflicher Aufstieg gerade bei den Zwillingsgeborenen und sie spüren die Leichtigkeit und die kommen zu guten Ideen gerade. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Aber heute fühlen sie sich unsicher. Die verlieren die inneren Gleichgewicht. Und damit das zur Ruhe kommt, sollen die Krebsgeborenen etwas zurückhaltend sein. Besonders bei Liebe, Partnerschaft und auch bei Freundschaften. Lieber um die geschäftlichen Sachen kümmern oder um die berufliche Situation, das in Ordnung zu bringen. Und was die liebe Partnerschaft betrifft, ein bisschen geduldig sein. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig ein inneren Balance. Immer noch auswägen, wann sollte man handeln und wo sollte man eher zurückhaltend sein. Weil diese Zurückhaltung kann auch ein Vorteil sein. Also in manchen Situationen ist vielleicht ein Vorteil, wenn man schweigt, wenn man nichts erzählt von ihren Vorhaben. Und das ist eine wichtige Botschaft, gerade bei den Löwengeborenen. Die Löwengeborenen haben Möglichkeiten, Chancen. Sie verwirklichen ihre Visionen. Und dieser Traum kommt jetzt in Form. Aber die Löwengeborenen sollen damit bewusst sein, wenn sie Erfolg haben, haben auch Neider. Also lieber schweigen. Das kommt darauf an, in welcher Situation sie gerade befinden. Manchmal ist es gut zum Schweigen, es gibt aber auch anderen Begegnungen, wo vielleicht ist ein Vorteil darüber zu sprechen, weil da kommt Unterstützung. Und das Abwiegen, das Vergleichen ist gerade die Thema, die Löwengeborenen. Und die heutigen Tag ist eine gute Energie, etwas Neues zu beginnen und ihre Ideen umsetzen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommen Kontakten, Gesprächen, es ist etwas in Bewegung. Bei den Jungfraugeborenen ist wichtig das Selbstbild, weil sie wollen sich gerade behaupten, erfolgreich zu sein, Anerkennung bekommen, wahrgenommen zu werden. Viele Jungfraugeborenen ändert sich etwas in äußeren Erscheinung, weil sie einen neuen Haarschnitt haben oder kleiden sie sich anderes wie früher. Also sie ändern sich etwas an sich selbst.
Bei Tierkreiszeichen Wagen geborenen ist wichtig, die inneren Balance, die inneren Gleichgewicht, die innere Ruhe zu bewahren. In der nächsten Zeit wird wichtige Thema sein, die Finanzen, die Werten, und dazu gehört auch das eigene Selbstwertgefühl. Sie sollen heute etwas bewusst wahrnehmen, erkennen, und das sind ihre Chancen, Möglichkeiten, und das führt zum Erfolg. Also mutig zu sein. Die Wagengeborenen sollen gerade Mut zeigen. Wo sie Einschränkungen haben, das ist die liebe Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt gerade etwas in Bewegung. Und diese Bewegung führt zu Sicherheit, Stabilität. Sie fühlen sich etwas unsicher oder es sind noch Unklarheiten, aber in den nächsten Tagen kommt mehr Klarheit. Eine gute Nachricht ist aber zum Erwarten und die liebe Partnerschaft haben die Skorpiongeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und die Kraft haben die Schützengeborenen in ihren vertrauten Umgebung, in Familie oder in ihrem Zuhause. Und das ist ein wichtiger Bereich, gerade bei den Schützengeborenen. Und da verschönern etwas oder renovieren etwas oder einigen Schützengeborenen haben gerade einen Umzug. Wichtig ist aber auch ihre Visionen, ihre Träume, ihre Sehnsüchte ernst nehmen. Und jetzt ist gerade die Zeit, diese Zeitqualität, das in Form zu bringen. Dazu benötigen die Schützengeborenen sehr viel Mut und Kraft. Diese Kraft kommt von zu Hause, bei diesem Rückzug. Aber das ist alles möglich, Altes zu verwirklichen. Die Schützengeborenen sollen nicht daran zweifeln. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist eine große Herausforderung gerade etwas verabschieden, von etwas trennen oder etwas loslassen oder etwas kündigen. Es ist nicht einfach, aber das wäre eine Befreiung und da kann etwas Neues kommen. Heute fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas ausgebrannt. Aber in die kommenden Tagen beruhigt sich das wieder. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein wichtiges Thema liebe Partnerschaft, aber viele Wassermanngeborenen kommt auch noch die Arbeit dazu. Kann auch das zusammenhängen, dass die Liebe im Arbeitsplatz ist. Aber da kommt auch eine Neuorientierung, weil die Wassermanngeborenen möchten in beruflichen Situation etwas verbessern. Heute haben sie Kraft und Mut, sie sollen auch ihre Möglichkeiten bewusst wahrnehmen, auf anderen zuzugehen, die Kontakte suchen, also aktiv zu sein und der heutige Tag eignet sich auch für einen Neubeginn. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein Prozess, ein Reinigungsprozess. Und das ist dieser Brunnen, was die Fluss Eridanus hier vermittelt, das Ende des Flusses. Weil diese Brunnen vermitteln die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Und das passt gut zu ihrer Natur. Und wo liegt dieser Brunnen? Dieser Brunnen ist ihren Inneren. Das ist die Intuition und die Inspiration. Und das gibt immer Kraft für die Fischengeborenen. Und heute besonders, wenn die Mond immer noch in diesem Bereich wirksam ist, obwohl das ist nicht mehr im Tierkreiszeichen Fischen, sondern schon im Tierkreiszeichen wieder bewegt. Trotzdem ist es sehr stark, hat starke Wirkung. Das heißt, die Intuitionen vertrauen. Auch die Träume vertrauen. Das ist die Stärke der Fischengeborenen. Und diese Vertrauen brauchen sie und das hilft, erfolgreich zu sein. Und das ist dieser Prozess, was sie lernen, gerade die Fischengeborenen. Und auch all das, was kränkt,
viel hängt mit der Vergangenheit zusammen, das auch mal beenden oder loslassen, weil das schenkt auch Atmen für die Fischengeborenen, weil in diesem Wasser braucht man auch Atem. Und es ist eine schöne Bewegung gerade, weil das begeistert momentan etwas die Fischengeborenen, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Und in den kommenden Tagen kommt auch etwas in Form. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.